Vertreter des Handwerks haben bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz deutliche Kritik an dem im vergangenen Jahr von der Ampelkoalition beschlossenen Wärmegesetz geübt. Viele Handwerkerinnen und Handwerker sind schon stinksauer mit so Sachen, die letztes Jahr gelaufen sind. Wir müssen besser werden, glaube ich, was Verlässlichkeit angeht. Die Geschichte Heizungsgesetz im letzten Jahr haben wir diskutiert. Ich glaube, da ist eine Menge Unsicherheit bei unseren Betrieben entstanden. Wir brauchen mehr Wertschätzung fürs Handwerk. Ohne Handwerk keine Klimawende. Auch das haben wir Ihnen, glaube ich, so ein bisschen mit auf den Weg gegeben. Wir brauchen bezahlbare Energiepreise. Die Belastungen, die jetzt gekommen sind, die müssen wir in den Griff bekommen. Das wird sich zu Verteuerungen dann durchschlagen. Und da müssen wir gucken, dass wir auch Entlastungen für unsere Handwerksbetriebe schaffen. Und ein Punkt, der uns allen im Handwerk am Herzen liegt, ist Bürokratieabbau. Scholz, der den Termin als SPD-Bundestagsabgeordneter wahrnahm, habe in dem Gespräch Fehler der Regierung in der Diskussion um das Wärmegesetz eingeräumt, sagten mehrere Teilnehmer. Zitat: Wir schaffen ja nun die richtigen Rahmenbedingungen dafür, dass das auch alles gut investiert werden kann, fügte Scholz später hinzu. Verärgert ist die Branche darüber, dass die Regierung bei der Anschaffung von Wärmepumpen als klimafreundliche Alternative zu Gasheizungen für Verunsicherung gesorgt hat. Noch immer sind nicht alle Details der Förderung geklärt. Der Absatz von Wärmepumpen, der eigentlich angekurbelt werden sollte, ist deshalb eingebrochen.